intermittierendes Fasten, Saftfasten, Wasserfasten, belebend, vitalisierend, reinigend und auch gesund. Aber Fasten ohne jegliche Flüssigkeitszufuhr, das kann doch nicht gesund sein. Im heutigen Video von Raw to 70 möchte ich dir meine Erfahrungen bezüglich dem Trockenfasten schildern. Wer stark, gesund und jung bleiben will, sei mäßig, übe den Körper, atme reine Luft und heile sein Weh eher durch Fasten als durch Medikamente. Ich möchte noch auf den Bio-Balkon-Kongress aufmerksam machen, der noch bis zum Karfreitag läuft. Ich habe mir bis jetzt einige Interviews angehört und ich muss sagen, da sind sehr wissenswerte Informationen dabei, die auch dir helfen können, deinen eigenen Garten bzw. Balkon aufzupimpen, dich selbst zu versorgen mit gesunden und frischen Lebensmitteln. Nebenbei möchte ich auch noch auf das Aktionswissens- und Interaktionsnetzwerk Human Connection aufmerksam machen, die jetzt schon volle Fahrt aufgenommen haben und momentan sich in der Alpha-Phase befinden. Und ich finde, das ist ein klasse Projekt und es wird eine super Alternative zu Facebook und den anderen sozialen Netzwerken. Und ich bin schon gespannt und freue mich drauf, was aus diesem Netzwerk wird. Ratpause kommen zu meiner Freundin. Herzlich willkommen zur 39. Episode von Raw to 70. In der heutigen Episode möchte ich euch ein bisschen über meine Erfahrungen bezüglich Trockenfasten erzählen und ganz allgemein auch aufs Trockenfasten eingehen. Das, ja, die Praxis des Trockenfastens ist bei unseren Kreisen sehr kontrovers bzw. umstritten. In Russland ist es auch, ja, sagen wir mal, mehr akzeptiert unter den Leuten und ist auch eine gängige Heilpraktik, die bei den Leuten auch nicht ganz so auf, ja, ich sag mal, auf Widerstand stößt. Also ganz allgemein ist Trockenfasten, der jegliche Verzicht von Flüssigkeitszufuhr, also es ist nochmal eine Stufe höher zu Wasserfasten. Das heißt, man meidet ja den kompletten Kontakt zu Nahrung und Flüssigkeit. Und es gibt auch, ja, Kuren, wo man auch komplett Wasser meidet, also bezüglich auch Regen und Duschwasser. Und da ist es halt so, dass beim Trockenfasten der Körper auf seine Fettreserven zum Beispiel zurückgeht, also hundertprozentig auf seine Fettreserven zurückgeht und sich dort sein Wasser holt und den Körper diesbezüglich auch reinigt. Deswegen werden auch viele Schlacken abgebaut, weil Schlacken sind natürlich fettlöslich und die werden natürlich auch hier dementsprechend freigesetzt. Und das ist halt auch zum Beispiel ein Vorteil vom Trockenfasten, dass halt man wirklich hundertprozentig auf seine Fettreserven zurückgegriffen wird, während man Wasserfasten zu 50% auf das Muskelgewebe und zu 50% auf das Fettgewebe zurückgegriffen. Weitere Vorteile des Wasserfastens ist es zum Beispiel, dass es sehr blutreinigend ist. Das heißt, das Blutplasma wird dann nochmal zusätzlich gefiltert, weil der Körper natürlich nicht mit der Verarbeitung von den Nährstoffen bzw. auch die Umwandlung des Wassers von, ja, wenn ich zum Beispiel Wasser, welches nicht strukturiert ist, muss der Körper dann aufwendig in strukturiertes Wasser umwandeln. Und diese Aufgabe wird dann nochmal zum Beispiel zusätzlich entnommen. Und das reinigt natürlich dann auch zusätzlich das Blut, weil der Körper auch hier die Zeit dafür hat. Und das, je reiner das Blutplasma ist, desto besser kann man sich auch gegen Krankheiten schützen. Also die Immunabwehr wird erhöht und die Nährstoffaufnahme bzw. die Mineralstoffaufnahme für die Entgiftung wird nochmal zusätzlich befördert. Zusätzlich erneuert sich der Körper auch dementsprechend, weil nur gesunde Zellen die Fähigkeit haben, endogenes Wasser aus dem Fettgewebe zum Beispiel herzustellen. Das ist halt hochstrukturiertes Wasser und dadurch sterben zum Beispiel auch die Krankenzellen ab, weil diese Fähigkeit verloren haben. Aber auch weitere Vorteile sind zum Beispiel, dass pathogene
Krankheitserreger, Bakterien, Viren und Parasiten auch dadurch sterben bzw. dadurch bekämpft werden, weil diese halt Wasser zur Verfügung benötigen, um sich vermehren zu können, aber zum Beispiel auch Entzündungen benötigen, Wasser, um überhaupt entstehen zu können. Und weil der Körper halt in einem Zustand ist, wo er halt nicht Wasser von externer Seite zugeführt bekommt und nur gesunde Zellen diese Fähigkeit haben, dieses strukturierte und endogenes Wasser herzustellen, sterben sozusagen diese pathogenen Krankheitserreger zusätzlich ab und unser Körper wird dann nochmal zusätzlich gereinigt. Zusätzlich werden auch die ganzen negativen Informationen nochmal gelöscht und es wird einfach hochstrukturiertes Wasser erzeugt. Weiterer Vorteil, wenn wir zum Beispiel nicht Wasser extern zu uns führen, welches zum Beispiel nicht strukturiert und lebendig ist, ist wie gesagt die Energieaufwendung des Körpers, dieses Wasser zu strukturieren, weil das strukturierte Wasser das Hauptwasser in unserem Körper ist. Deswegen ist es auch wichtig, wasserhaltige Lebensmittel wie zum Beispiel Obst und Gemüse zu verzehren. Und wenn ich zum Beispiel jetzt nicht strukturiertes Wasser zu mir nehme, dann muss halt mein Körper das mit hohem Energieaufwand umstrukturieren. Außerdem ist es halt auch so, dass Wasser auch zum Beispiel auch schweres Wasser beinhaltet. Das ist das Deuterioxid, das ist das D2O und das befindet sich halt als Substanz im normalen Wasser und das wirkt halt leicht giftig, weil es halt ein Proton und ein Neutron hat und es ist halt weniger Struktur, weist halt eine geringere Struktur auf, bildet auch nicht diese Wasserstoffbrückenbildungen und es ist auch nicht so minerallöslich beziehungsweise wie das herkömmliche Wasser und es wurde auch im Zweiten Weltkrieg dazu verwendet, um Atomwaffen herzustellen. So viel zu den Vorteilen von dem Trockenfasten und meine persönliche Erfahrung und Fazit waren halt dementsprechend, dass ich für ein bisschen mehr als eine Woche nach meiner Mahlzeit um 7 habe ich dann fertig gegessen und bis 12 habe ich dann auf jegliche Flüssigkeit verzichtet. Am Anfang ging es noch einigermaßen gut, weil ich halt noch in der Früh laufen und joggen gegangen bin und meine Tai Chi Übungen gemacht habe. Es ging dann auch relativ gut. Danach um 12 habe ich mir dann meinen Saft zugeführt und dann ganz normal meinen Tag durchgeführt. Habe ich je nach Bedarf 1-2 Säfte getrunken, danach mein Training gemacht und dann meine ganz normale Mahlzeit zu mir genommen und da habe ich dann halt gemerkt, dass es ja sehr anstrengend für mich halt nach einer Woche ist. Also dann habe ich auch gemerkt, dass meine Zunge stark belegt worden ist und wer von euch zum Beispiel Arnold Eret gelesen hat, ist, dass das, die Zunge halt ein Spiegel des Organismus ist bzw. der Zellmembran ist und zeigt einfach, wie stark der Körper belastet ist. Und nach diesen 5 bis 7 Tagen habe ich auch gemerkt, dass auch mir recht schwindelig geworden ist und ich auch nach diesen Tagen auch Herzrasen gehabt hatte während dem Schlafen zum Beispiel und auch eine erhöhte Temperatur hatte und es mir dann allgemein nicht mehr so gut gegangen ist, also das heißt, dass sich meine Zunge auch weiter stark belegt hat und da habe ich halt einfach gemerkt, dass mein Körper ziemlich viele Toxine und Belastungen freigesetzt hat, die er nicht entfernen konnte und ich bin auch stark verschleimt bzw. verschnupft gewesen, was man sich vielleicht in den einigen Videos auch hören wird. Also das heißt, dass ich aus meinem Rachen und aus meiner Nase sehr viel Schleim abgesondert hat, weil ich es sich jetzt erst nach und nach wieder weiter gelöst habe. Was mir zum Beispiel auch geholfen hat, ist, dass ich dann wieder ganz normal ab 10 Uhr zum Beispiel getrunken habe. Da hat sich mein Körper wieder regeneriert und ich habe auch die Leberreinigung nach Moritz weiter durchgeführt
Und da habe ich dann auch gemerkt, nachdem halt mein Darm dadurch weiter gereinigt worden ist, dass es mir dadurch auch besser gegangen ist und mein Schwindelgefühl weggegangen ist. Also ganz allgemein kann ich dann dazu sagen, dass Trockenfasten wirklich so eine Art Königsdisziplin ist, dass man da wirklich aufpassen sollte, weil es halt nochmal eine Stufe höher ist zum Wasserfasten. Und beim Trockenfasten solltet ihr da einerseits auf eure Vorgeschichte achten, denn je mehr euer Körper belastbar ist, also von der Vorgeschichte her, je mehr Medikamente ihr genommen habt, beziehungsweise eine Schlechtkost von mehreren Jahren durchgeführt habt, desto schwieriger ist es halt auch in den Trockenfasten reinzugehen, desto mehr Gifte werden halt auch gelöst. Deswegen ist es halt erstmal ratsam, Saftfasten zu praktizieren und Wasserfasten und danach, nachdem ihr jahrelange Rohkosterfahrungen habt, dann vielleicht langsam mit dem Trockenfasten auch richtig durchführen und vielleicht auch für mehrere Tage, mehrere Stunden dann das Trockenfasten durchführt. Es ist im Winter leichter, da man halt im Sommer schwitzt und dann immer zusätzlich Wasser verliert. Deswegen ist es halt angenehmer und leichter, wenn man das Trockenfasten bei hoher Luftfeuchtigkeit durchführt und auch im Winter bzw. in kälteren Monaten durchführt. Außerdem ist auch hier wieder Bewegung das A und O. Viel in der frischen Luft, wenig Stress und einfach Erholung und Entspannung. Am besten im Wald spazieren gehen, Yoga, Tai Chi, Qigong, was auch immer. Einfach in Bewegung bleiben und ja, positive Gedanken haben. Das hilft ungemein, durch diese Phase hindurch zu kommen. Weitere Tipps, die zum Beispiel im Internet empfohlen werden, ist, dass man halt vor dem Trockenfasten, wenn man es anfängt über mehrere Tage hinweg, dass man da seinen Darm reinigt und schon mal mit dem Einlauf zum Beispiel einer Kolonhydrotherapie die entsprechenden Toxine und Schlacken entfernt, damit halt der Einstieg ins Trockenfasten einfacher ist und man sollte halt am Abend vorher nichts mehr essen. Und im Nachgang, wenn man das Trockenfasten sozusagen bricht, ist halt empfehlenswert, entweder vielleicht mit Säften einen Übergang zu machen oder dann mit wasserhaltigen Früchten, Papayas, Mangos, Gurken, was auch immer, einfach damit halt hier der Körper so wenig wie möglich belastet wird, weil die halt schnell verdaut wird und hier die gelösten Toxine bzw. auch Schlacken vielleicht nochmal zusätzlich entfernt werden. Und wenn man halt zum Beispiel jetzt Angst hat oder wenig Erfahrung hat, sollte man vielleicht nach 3 Tagen auf ärztliche Aufsicht einfach nach 3 Tagen einen Arzt auch in Kontakt setzen, dass man Trockenfasten durchführt. Und im Allgemeinen ist es halt auch leichter bzw. amüsanter, wenn man Fasten mit anderen durchführt und hier auch seine Erfahrungen teilt und auch für Ablenkungen sorgt. Also dass man sich einfach draußen bewegt, einfach seine Hobbys nachgeht, zum Beispiel gärtnert, jetzt kommt schon wieder das schöne Wetter, raus und sich einfach ablenkt und sich nicht immer nur auf das Essen oder beziehungsweise auf das Fasten fokussiert, sondern einfach wieder zurück auf sein Bewusstsein kommt, auf die geistige Ebene runterkommt und sich einfach mal bewusst wird. Das ist eigentlich das Wesentliche vom Fasten, dass man einfach auf die nächsthöhere geistige Stufe kommt. In diesem Sinne hoffe ich, du hast eine schöne Woche, hast eine schöne Zeit und ich konnte dir wieder meine Erfahrungen mitteilen. Spasiba za prosmotrit und wir sehen uns in der nächsten Episode von Raw to 70. Genießt die schönen Frühlingstage. Bis dahin. Ciao.